Willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Wir machen heute wieder ein Turnier, habe ich entschieden, weil die aktuelle Ladder eh nicht mehr lange geht und da kann ich eh nichts mehr mit gewinnen. Welches Deck ich einsetze, habe ich mich noch nicht entschieden. Aber mir fällt gerade was ein. Hatten wir nicht ein Drachendeck gemacht, das wir aber nie wirklich getestet haben? Das hier. Ich glaube, das haben wir nie richtig getestet. Testen wir beim nächsten Mal. Heute nicht. Heute nicht. Heute bin ich nicht in Stimmung. Heute benutzen wir Heavy Metal. Das war doch das, oder? Oder war es Stahl? Nicht, wir nehmen Heavy Metal. Ich hoffe, das war das mit den Handkarten und Zerstören und Pipapo. Denke mal, damit werden wir einen Kampf gewinnen. Und das war's dann wieder. Aber wir versuchen's. Bei mir hat sich inzwischen auch der Stress ein bisschen eingestellt. Bin wieder ein bisschen entspannter, gelassener und erzählfreudiger. Auch wenn ich noch nicht so richtig ein Thema habe. Dummerweise gab es in der letzten Zeit auch nicht wirklich wieder so riesen Idioten, über die man sich beschweren kann. Auch die Kommentare verhalten sich relativ normal. Ab und zu gibt es mal sowas wie Hi, wo ich mich dann auch frage, ja, Privatsachen kann man ja eigentlich auch in Privatnachrichten schreiben, aber gut. Ich freue mich ja eigentlich über jedes Kommentar. Aber das ist alles zu normal für mich. Da stellt sich nicht wirklich sowas ein, wo ich sagen kann, ja, da lässt sich jetzt was machen. Allerdings werde ich heute Abend, ich weiß noch nicht, ich möchte eigentlich heute die Nacht durchmachen. Eventuell werde ich dort ein bisschen was aufnehmen und oder streamen. Aber das Problem ist, es ist unter der Woche. Könnt mir ja mal schreiben, ob ihr ein... Naja, das ist ein bisschen doofer, wenn ihr das zu spät seht. Dann lohnt sich das nicht mehr. Ja. Vielleicht nehme ich auch einfach nur ein bisschen auf. Machen wir es so. Ich nehme heute nur ein bisschen auf, weil ich muss... Ich würde eventuell die Nacht durchmachen, weil das Problem ist... Derzeit ist mein Schlafrhythmus so zerstört, dass ich erst nach 3 Uhr einschlafe, eher gegen 3:30, 4 Uhr und um 12 Uhr wieder aufstehe. Obwohl ich Uni habe, eigentlich um 11.40 Uhr, aber da konnte ich mich diese Woche elegant drücken. Tja, und da muss ich mir wirklich was überlegen. Deswegen wollte ich eigentlich mal eine Nacht durchmachen und dann früh schlafen gehen. Weil dann würde sich das Ganze wieder in Grenzen halten. Muss ich mir halt überlegen. Da müsste ich auch mal wieder Wäsche waschen, weil mir die T-Shirts ausgehen. Aber ich habe keinen Bock, dieses Wochenende zu meinem Vater zu fahren. Ich würde eigentlich lieber daheim bleiben. Liegt jetzt nicht daran, dass ich bei meinem Vater nicht schön finden würde, aber ich habe halt ganz gerne meine Ruhe. Und gerade jetzt nach dem ganzen Stress hätte ich gerne mal wieder ein Wochenende, in dem ich einfach mal machen kann, was ich will. Jetzt hätte ich die Rammer eigentlich ausnutzen können. Der ist ja einer, der mein Deck auf Friedhof legt. Also so eine Art Deckburner. Ich spiele in letzter Zeit auch wieder öfter Yu-Gi-Oh! Mit Zero zusammen. Was kannst du denn? Hm. Der ist eigentlich... Verzeihung, da habe ich gegähnt. Der ist eigentlich ganz gut. Um Karten zu ziehen. Ja, ihr merkt, ich bin auch noch ein bisschen müde, obwohl wir es 13.23 Uhr haben. Ich sollte eigentlich gar nicht müde sein. Ich bin es trotzdem. Ich habe auch gestern etwas für mich relativ Untypisches gemacht. Ich habe aufgeräumt. Nicht komplett, meine ganze Wohnung ist noch nicht ordentlich, aber sie ist ordentlich, ja. Das ist doch auch schon etwas.
Außerdem habe ich Obstfliegen. Ja, mir trauen viele Leute nicht zu, dass ich Obst esse. Das ist der Gegenbeweis. Ich habe jetzt mal so ein Schälchen mit Zuckerwasser und Dingsbums Spüli angerührt, weil ich keinen Essig oder sowas im Haus habe und auch keinen Fruchtsaft. Aber es tut's. Ich glaube, ich habe schon die meisten ersäuft. So viel könnte es nicht mehr sein. Obstfliegen sind etwas Furchtbares. Ja, zerstör halt mein ganzes Deck. Werde ich aber nicht zulassen. Der nächste Runde geht's rund. Da geht's richtig rund. Achso, du bist das mit Ehre-Kanone. Du bist das Falsche. Na gut, für den Job hier wird's reichen, aber... Der hat eine Nee, der hat eine Schwäche. So, warte, ich kann mir das nie merken. Ob Schwäche oder Resistenz. Feen sind und bleiben für mich ein Mysterium. Das Problem ist, ich hätte halt gerne Capture Card. Weil ich wurde jetzt auch wieder drauf angesprochen. Hier holst du dir das neue Mystery Dungeon. Hab ich gesagt, ja, ich weiß nicht. An sich gerne. Würde ich echt gerne machen. Mir das neue Pokémon Mystery Dungeon holen. Aber dann denke ich wieder. Ja gut. Für wen spielst du das? An sich, ich spiele. Klar spiele ich Sachen für mich alleine, so ist es nicht. Ich glaube, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht Zeug für mich alleine spielen würde. Ich lasse das jetzt erst. Ich möchte das nicht tun. So, die Runde gönne ich ihm noch. Ja, aber irgendwo... Man will halt doch das dann aufnehmen. Möchte euch das zeigen. Aber es geht halt nicht, weil ich keine Capture Cards habe. Ich kann euch genauso wenig für die... Ui, ich möchte zum Beispiel unbedingt das... was jetzt, glaube ich, eben... Wann war das? Februar oder März erscheint... Pokémon, also Pokémon meets Tekken Tournament, das hätte ich unheimlich gerne, das würde ich euch unheimlich gerne zeigen. Ich werde es mir auch kaufen und ich werde es privat spielen, aber ich werde vermutlich nicht in der Lage sein, es euch zu zeigen, da ich persönlich über keine Capture Card verfüge und auch niemanden kenne, der eine besitzt. Das sind so Sachen... Würde ich gerne, kann ich bloß nicht. Und wer mal geguckt hat, so eine Capture Card, die kostet im Bereich von, ich glaube, 100 Euro, 200 Euro, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte einmal geguckt, aber da habe ich auch nicht so spezifisch geguckt, sondern nur mal drüber geschaut. Also Capture Cards kosten schon eine ganze Menge. Aber wenn ich jetzt so eine DS oder Wii U Capture Card teste, das hätte schon Stil. Aber wie gesagt, für mich unerschwinglich, vor allen Dingen bei meinem YouTube-Lohn. Das ist doch etwas weniger, als ich dafür eine Capture Card brauche. Vor allen Dingen dieser Monat, kann ich ja auch nochmal sagen, geht unheimlich in die Miesen. Also jetzt weniger, dass ich viel ausgebe, im Gegenteil, ich gebe relativ wenig aus diesem Monat. Einziges Problem ist, ich verdiene mit YouTube nichts. Ich weiß auch nicht warum. Dieser Monat ist schlecht. Letzten Monat habe ich tatsächlich den Top-Verdienstmonat gekriegt. Und diesmal sieht es so aus, als ob ich knapp die Hälfte des Geldes von letztem Monat nur verdiene. Und Top-Verdienst ist jetzt auch ein bisschen hochgestochen, weil so viel verdiene ich jetzt nicht, dass ich da sagen kann, Top-Verdienst. Es ist immer noch unter dem Mindestlohn. Was kannst du eigentlich? Sternestreuung. Ach, so spielen wir. Mhm. So willst du das haben. Gut, wenn du es so willst, kannst du es so haben. Ich
Warum kann ich das Spielfeld nicht spielen? Blockiert das? Hier blockiert irgendwas, dass ich die Stadionkarte ändere. Du. Ja. So, wenn ich jetzt einmal Kopf werfe, dann hau ich das Vieh um. Natürlich nicht. Dann mache ich zumindest verbotener Stahlhammer, hieß das immer schon so. Hatte die Attacke nicht mal einen anderen Namen? Ich glaube, sie hatte mal einen anderen Namen. Wer mal meine älteren Videos geguckt hat und oder sich hier auskennt. Wollt ihr vielleicht mal mir sagen, ob die Attacke wirklich so hieß? Ich glaube nämlich, die hatte einen anderen Namen. Ich weiß nicht mehr welchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hatte mal einen anderen Namen. So, jetzt spielt unser Gegner ein bisschen langsam. Nicht, dass ich hier noch einschlafe. Wenn ich den ganzen Tag so müde bleibe, ist super. Weil dann penne ich heute Abend doch ein. Und, wie geht's euch so? Ich hoffe gut. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist in der letzten Zeit nicht so viel los bei mir, aber es wird sich wieder ändern, das weiß ich. Es ändert sich immer. Dann kommt mal wieder ein neues Projekt und das ist übrigens auch jetzt meine Sonntagsprojekte überschatten derzeit, finde ich, mein Hauptprogramm. Weil meine Sonntagsprogramme wirklich ganz, ganz toll sind zurzeit. Ich finde es wirklich spitze, was ich da derzeit im Programm habe. Das ist jetzt... Das mag vielleicht wie schamlose Eigenwerbung klingen, aber ich meine ernst, was noch schlimmer ist. Dieser Kampf dauert schon viel zu lange. Crackbeer. Na? Ass-Trainer. Oh, das finde ich sogar gar nicht mal so schlecht in diesem Fall. Ich meine, klar, es kostet mich eine Handkarte und mein... Achso, ich darf nur drei Karten. Das so. Okay, dann finde ich es doch nicht so toll. Ich dachte eigentlich, ich dürfte auch mehr ziehen. Aber darf ich nicht. Oh. Dieses Xerneas ist problematisch. Sehr problematisch. Aber das Deck gefällt mir. Das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Das Deck an sich gefällt mir. Aber das Xerneas ist sehr, sehr problematisch. Das ist aber auch das falsche Stahldeck, habe ich zu viel. Es ist das falsche Stahldeck. Habe ich nicht nur das Gefühl, es ist so. Es ist schlicht und ergreifend das falsche. Ich habe nicht das genommen, das ich ursprünglich wollte, aber egal. Na. Mann, warum bin ich so müde? Wahrscheinlich, weil ich zu wenig geschlafen habe, deswegen. Obwohl, 8 Stunden ist eigentlich okay. Obwohl, ich schlafe ja meistens noch 9 bis 10. Okay, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so passend.
So, legen wir jetzt erstmal die Doppel farblos auf den Friedhof. Die gefällt mir nicht. Ablagestapel. Ablagestapel gleich Friedhof. Theoretisch, ich muss es ja bloß noch hinhalten. Wenn ich diesen Kampf noch 8 Runden hinhalten kann, gewinnen wir. Aber er wird jetzt wahrscheinlich auf Round-Parcours gehen. Was ich ja auch eine ganz, ganz tolle Strategie finde. Ja. Das habe ich ja auch schon in meinem Elektrodeck gemacht. Das ist halt gefährlich. Und da sorgt er jetzt auch noch dafür, dass er mehr Karten kriegt. Aber übrigens, wenn ihr mal gucken wollt, derzeit im Sonntagsprogramm sind Anna's Quest, wieder Battleblock Theater, wenn Zeros Internet mitspielt und zu guter Letzt was gab's denn zu guter Letzt noch? Gab's überhaupt noch was hier, die angezockt zahlt? Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen. Egal. Leute. Turnier ist nicht so gelaufen, wie ich gehofft hatte. Ich habe auch das falsche Deck genommen. Ihr lasst mir jetzt erstmal ein super nettes Kommentar da, obwohl ich glaube, wir haben noch einen Booster zum Öffnen. Aber dann lasst ihr mir ein super nettes Kommentar da. Und sagt mir, ob die Attacke anders hieß. So, das ist ja, das ist kein tolles Pack. Das ist nur so ein kleines, was ich halt von der vom täglichen Einloggen bekommen habe. Und nicht mal was Neues. Gut, Leute, lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn wir das Turnier vielleicht nochmal versuchen mit dem richtigen Deck. Nee, beim nächsten Mal machen wir das Drachendeck. Bis dann, euer Wolf.